Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA-Karriere. Letztes Spiel habe ich mir selbst die Niederlage beigefügt. Jetzt spielen wir gegen den KSC. Also das müssen wir auf jeden Fall Profi spielen, weil auf Weltklasse, ich will nicht dieses Spiel verlieren. Wenn wir gegen KSC verlieren, dann hasse ich alles. Nee. Allen 4 Punkte. 7 Punkte, sie sind wieder oben dabei. Jetzt mal was trinken. KSC, was habt ihr gemacht? Gewonnen. Scheiße. Heute kein Training. Wie steht es denn um Stuttgart und die Eintracht, für unsere Eintracht-Fans? Die spielen noch gar nicht. Das Spiel müssen wir gewinnen, egal wie. Also jetzt hier eine Niederlage. Das wäre bitter. Alter, ist er da reingelaufen? Egal. Kurz zu den Gästen. Wie schätzt du sie heute ein, Buschi? Also bisher erfüllen sie die zugegeben hochgesteckten Erwartungen überhaupt nicht. Wenn sie den Aufstieg packen wollen, müssen sie ordentlich was drauflegen. Ansgar von Hauenstein ist heute der Unparteiische in dieser Begegnung. Wurde ja gesagt, ich soll auch dieses am Anfang dieses Geplänkel da, Und diese das Spiel läuft. Spieler, wie sie gezeigt werden, drinnen lassen. Kann ich machen. Wie ihr wollt. Und die Tore Hier haben natürlich, wir die die vergesse ich Einblendung. immer So wieder. läuft die Heimmannschaft heute Das zu auf. führen, sorry, das ist Sie meins. Ich treten hier wollte es schon heute im machen, 4-4-2 an. das Vorne habe ich also gleich selbst dann zwei Stürmer. vermasselt. Ja, und die müssen Im Sie in letzten Szene Spiel. setzen. Werden Sie aus einer guten Grundordnung Boah. dann mit 2-4er. Gar kein Zweifel. Elfmeter. Geil! Wieder Eine Frage für Elfmeter. mich, Buschi. Hier muss es Elfmeter geben. Nur, dass es keine Karte gibt, das überrascht mich dann doch. Ja, das muss man ganz deutlich sagen. Das ist eine Fehlentscheidung. Das war mindestens Boah, gelb. von hinten auch noch. Mach ihn aber jetzt rein. Klasse Das in den gibt's doch Elfer. nicht. Super reagiert vom Torhüter. 2 Elfmeter innerhalb von 5 Minuten quasi, wenn man bedenkt, das andere war in der 90. jetzt hier in der dritten und beide versemmelt. Und beide waren gar nicht so schlecht geschossen, die waren feste. Also ich habe schon Kullerbälle gemacht aufs Tor, die waren drinne, aber die waren beide Jetzt eigentlich könnte es gefährlich solide. werden. Ja, jetzt kommt der Klasse KSC. Zuspiel. Und jetzt die Nein! Chance. Auf der Linie Andrist. Da kann er klären. Alter, was geht hier ab? Andreas Hofmann. Da passt er auf. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Ja, 4 Tore in den letzten 3 Spielen. Das spricht für seine Form, für seine. Jetzt schießt er! Boah. Ball ist jetzt erstmal raus. Ja, Gute letztes Parade. Spiel kein Tor. Das wird KSC ein macht Eckball geben. Druck. Der Elfmeter hat sie scheinbar verärgert. Wir dürfen uns Jetzt jetzt kommt nicht die zu Ecke. sehr hinten Da können reinlullen Sie lassen. nicht entscheidend klären. Andreas Hofmann. Da kommt die Hereingabe. Und jetzt ist der Ball geklärt. Nein! Ich dachte, ich kriegen. Wanizek, noch ein Stuttgarter. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Christopher Andersen. David Blacher. Boah. Einfach mal bei ihr gestanden. Und jetzt Müller. Ja, da müssen Sie Zurzeit der wertvollste Spieler in unserem Gut Kader. gemacht, er hat den Ball erobert. Ich bin gespannt, weil die Transferphase müsste jetzt auch langsam enden. Oh nein!
Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Ach, Müller, Mann, du bist so schnell. Das könnte die Chance werden. Schöner Pass. Das gibt's doch nicht. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie das liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Elfmeter verschossen und dann zum Gegentor. Und da hat er es nicht mit Kraft versucht, sondern mit Präzision. Und das Schlimmste ist, Strohengel beim KSC zu sehen. So, da hat der also für wen gespielt? Für Frankfurt. Alf Menzel. Und für Paderborn. David Blacher. Genau. Aber dass er zum KSC wechselt, ich dachte, ich sehe ihn nicht richtig. Manuel Schäffler. Da kann ich mag ihn schon, ich mag ihn richtig, aber dann zu diesem Verein, ich meine, als Stuttgarter ist es halt was anderes, da sagt man das halt so. Das ist der Ausgleich, jawohl. Das Tor muss ich mir nochmal angucken. Der war irgendwie so geschuffelt. Sie machen hier das Tor und damit haben wir den Ausgleich. Ganz stark im Abschluss. Sehen wir hier, der Ball sollte genau da hingehen. Cool. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Andreas Hofmann. Gutes Auge in dieser Situation. Ein entscheidender Vorteil. Das könnte gefährlich werden. Immerhin besser als das letzte Spiel mit dem 0-1. Natürlich nicht mal. Er passt auf und holt sich immer vor allem der 88. Minute so das Ding das selbst reingejagt. Schön dazwischen gegangen, indem ich diesen Pass da spiele. Den hat er wohl nicht ich glaube, der Gegner hat sonst kein Tor geschossen. Das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Macht die Liga natürlich jetzt wieder spannender. Manuel Schäffler. Schäffler? Auf Blacher? Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt vielleicht. Aus der Drehung. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Nein. Ich versuche das Spiel schnell zu machen. Müller. Den spielt er gut und jetzt ja! Schuss! Das gibt's doch nicht. Und da lag er richtig abseits. Auch, wenn er nur einen Hauch vorne war. Gute Entscheidung, die Fahne zu heben. Nein, das ist auch noch korrekt. Aber wie knapp war das denn schon wieder? Oh, Lissahausen, der ist ja auch so. Alles schon so erfahren. 35, 36. Ein Tor ist ja nicht so schlimm, aber den gibt es schon so ewig. Ja, knapp, aber richtig. Christopher Andersen. Wird das seine Torchance? David Blacher. Mann. Aber jetzt ja gleich wieder viel mehr Torgefahr. Das ist halt der Unterschied zwischen Weltklasse und. Da kommt der Schuss. Das ist noch gefährlich. Weltklasse. Und Profi. Gefahr erst und auf der Linie klärt. Sie machen die Räume im Moment sehr eng. Jetzt kriegen sie hier diesen Einwurf. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Abgepfiffen. Abseits. Schon wieder abseits. Extrem viele Abseitspfiffe. Klasse Aktion. Ball ist weg. Nein. Andreas Hofmann. Jetzt könnte es gefährlich werden. Andreas Hofmann. Manuel Schäffler. Na, ja, nein. Super Einsatz. Da hat er seinen Fuß noch dazwischen. Das ist jetzt nicht wahr. Aber vielleicht auch eine Verwarnung. Jetzt. Schönes Zuspiel. Geiler Ball. Klasse! Nein, er ist nicht rausgekommen. Ich hätte darauf spekuliert, dass er rauskommt. Paris Saint-Germain gewechselt und verlässt den FC Barcelona. Das ist so heftig. Der Wechsel gibt es ja wirklich. Wenn du mich fragst, alle Beteiligten dürfen froh sein, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist.
Das Schlimme ist ja, diesen Wechsel gibt's wirklich, aber für 222 Millionen, nicht nur 170. Das sind halt so FIFA-Dimensionen mittlerweile, die Andreas Hofmann Transfers hier angeht. Früher bei FIFA hat man sowas mal gemacht, aber jetzt? Oder Bundesliga-Manager. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt's oben drauf. Den es ja leider nicht mehr gibt. Da hat immer Spaß gemacht. Die Chance. Nein! Und da ist der Ball ganz souverän hier vom Torhüter. Ob das kein Rückpass war. Nein! Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. David Blacher. Das könnte gefährlich werden. Sehr gut aufgepasst. Alter. Blockt er mich weg. Beide Teams waren in der ersten Hälfte erfolgreich. Nur es 1 steht 1-1. Und damit dürften die zweiten 45 Minuten. Ja, 4 Tore in den letzten 3 Spielen. Das spricht für so. Jetzt schießt er. Ball ist jetzt erstmal hier nochmal die Highlights. Parade. Obwohl, die Highlights gucken wir uns immer nach dem Spiel an. Ihr wollt die Highlights drin lassen? Kann ich machen. Meppen führt in Rostock. Abstiegskracher. Sind beide unten drin. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Nein. Tor. So ein Ticken zu weit vorgelegt. Boah, der schlüpft einfach über mich. Jetzt schießt er. Boah. Das war eine richtig gute Gelegenheit. Am Ende fehlt nicht viel zum Tor. Ganz alleine. Jetzt kommt er. Der Wirbelwind. Das Ding nicht. Unglaublich. Jetzt gibt's den Wechsel und der Trainer versucht nochmal was. Vielleicht können sie ja mit dem neuen Mann in Führung gehen. Der hat mich überzeugt im letzten Spiel. Der hat Druck gemacht vorne im Sturm. Jetzt spielt er mal bei außen. Das könnte die Chance werden. Manuel Schäffler. Und da ist er am Ball. Ja. Und er schießt. Alter. Fällt das Tor doch noch. Wäre das nicht aus dem Stand gewesen, wäre es jetzt bestimmt drinne gewesen. Das gibt's doch nicht. Andreas Hofmann. Der Andreas passt Hofmann. An, da ist er heute extrem sicher. Boah, was ein scheiß Schöne Aktion. Das könnte eine Gelegenheit werden. Die ja. Hier in der Ecke könnte gefährlich werden. Jetzt die Ecke. Macht er ihn. Alter. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Willst Spiel entwickelt. Willst du mich verarschen? Muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Was ein Schuss. Traumtor. Und hier nochmal die Wiederholung des Tores. Toller Treffer, da kam die Ecke perfekt rein. Unglaublich. Hier nochmal dieser Treffer. Aber auch perfekt getroffen. Und das Ding dreht sich am Torwart vorbei. 2-1, hier ist noch alles drin. Die anderen Tore haben wir wieder nicht angeguckt, gell? Robert Andrich. Egal. Da haben wir das Traumtor jetzt gesehen, auch wenn es vom falschen Verein war. Genau. Den Ball kann er klären. Ja, jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Bleibt ja nichts anderes übrig. Also David Blacher. Das gibt noch einen Einwurf. Offensiver zu werden. Andreas Hofmann. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Gibt's doch nicht. Gleich wird hier ausgewechselt. Schleuse. Jetzt könnte er den Ball rein. Hätte KSC 7 Punkte, wir haben 6. Wer vor uns? Gefahr ja nee. Bereinigt nach dieser Reingabe. Jetzt alles nach vorne, Leute. Ich will nicht in einem KSC stehen. Jetzt ist Platz für den Konter. Ball Nein! So, und jetzt Doppelpass sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Wir haben noch 30 Minuten. Da ist noch genug Zeit. Marschier doch mal nach vorne jetzt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schäffler... Gut geklärt, das war wichtig. Da ist die Auswechslung, die Was? Bayern. Er schießt uns aus und kriegt noch den Ball. Ja, definitiv einer der besten Spieler auf dem Platz. Fink geht runter.
Das könnte gefährlich werden. Haupt, jetzt marschiert der auch nach vorne. Sauber vom Ball gesetzt. Sollte vielleicht eher sich in die Mitte orientieren, Andreas, weil er ist ja Abwehrspieler. Und groß vor allem. Es sah so aus, als kämen sie durch. Der war, glaube ich, 1,94. Weg. Nein. Ja. Nein. Boah. Also irgendwie mit diesem Controller habe ich es mit diesem Trick hier. Den mache ich immer aus Versehen. Ja. 2-2. Geil. Und wir haben noch 20 Minuten, Leute. Das macht er klasse mit dem Kopf. Schöner Ball war das. Er mit seinem Dutt. Timing und die Sprungkraft und nimmt den Ball ganz stark per Kopf. Ein tolles Tor. Und hier nochmal die Wiederholung. Den hat schöne Flanke. Er geht da mit Einsatz rein, nimmt den Kopf und trifft den Ball auch einfach richtig. Schönes gut. Tor. Erstes Tor, dritte Liga. Den Ausgleich haben sie sich wirklich verdient. Ein richtig gutes und ausgeglichenes Spiel. Ich wollte schon sagen, wenn ihr jetzt was anderes sagt, stelle ich dich aus. Mlubio, der hat den Ball abgenommen. Nee, ist ja frei. Mit dem Ball am Fuß. Gut, wir spielen natürlich jetzt immer noch Tor. Volle Offensive. Ja! Schöner Pass. Jetzt in die Mitte. Klasse Pass. Oder halt dahin. Jetzt schieß! Nein! Da kriegt er den Ball nicht richtig. Klasse gemacht. Wäre vielleicht doch besser gewesen, die Mitte zu spielen. Nein, er verliert den Ball so einfach. Ich wollte hier abspielen. Super Pass! Das könnte eine Gelegenheit werden. Pass auf die Außenbahn. Jetzt die Flanke. Den spielt er gut und jetzt wird auf der Linie geklärt. Alter. Letzte Sekunde. Ich war mir so sicher, dass das ein Tor wird. Klasse reagiert. Der wäre drin gewesen, definitiv. Jetzt und wieder. Die Chance. Nein! Falsche Richtung geköpft. Klasse dazwischen gegangen. Das wäre jetzt natürlich der perfekte Konter geworden. Stefani Vibudulu. Bald schon wieder weg, gut gemacht. Zawada. Sie kommen über den Flügel. Hereingabe. Ja, gute Hereingabe. Nein. Was machen Sie hat er einen Platz? Ich komme jetzt hin. Pfostentor. Doch noch die Führung. Wahnsinn. Gibt's ja das nicht. Muss es doch eigentlich sein. Aus dieser Entfernung musst du einfach ein Tor erzielen. Stimmt, aber wir haben ja schon alles erlebt, dass Spieler selbst aus solcher Distanz das Tor noch verfehlt haben. Wieder hin. 3-2 also. Da ist alles drin. Wird's jetzt gefährlich. Gut das, gemacht auf der Außenbahn. Die lassen sich ja so einfach abkochen. Jetzt ist Platz für das den KSC, da musst du so heiß sein, da musst du den auch mal eine mitgeben. Toller Pass. Jetzt werden wir so ausgekontert. Und jetzt die Chance. Ich lieg schon. Unglaublich. Tor! Sie setzen noch einen drauf. Sie sind klar überlegen und das sieht man jetzt auch am Spielstand. Als ob man die ganze Zeit auf Amateur gespielt hätte. Lassen wir uns hier auseinandernehmen. Gesehen. Die kommen vors Tor und treffen, wie sie wollen. Das könnte gefährlich werden. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Wieder den Ball so einfach verloren. Die machen aber auch nichts mehr. Der geht man auch so schlecht bei der. Andreas Hofmann. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Ja, nach den 2 Siegen kommen jetzt 2 Niederlagen. Das könnte die Chance werden. Strohing. Die Kugel ist weg, er kommt nicht vorbei. Gegen den KSC zu verlieren. Zawada. Das ist so das Schlimmste, was passieren kann. Hereingabe jetzt. Gute Aktion, gut geklärt. Komm, wir machen noch 2 Tore. Jetzt auf. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf. Funk. Und die Flanke. Aber die laufen die doch immer fest auf der Seite. Ich will den Flügel, den Seitenwechsel ja spielen. Und er nimmt den Ball nicht mit. Strohing. Naja, das ist natürlich dann doch harmlos. Er versucht es mit dem platzierten Ball, ist aber nicht platziert. Das ist es gewesen. Das Spiel ist vorbei.
Das war's. Niederlage. Unfassbar. Ich weiß nicht, ob heute mehr drin war. Es hat eben am Ende nicht gereicht. Ein gutes Spiel von ihm heute. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Exzellente Leistung. Ich bin schockiert heute von dieser Niederlage. Sieg und das Tor war natürlich die Belohnung für seinen Klasseauftritt.